Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead. Ich bin der Baume und in der letzten Folge haben wir dem komischen Zombie-Arzt, ja, auch Zombies brauchen Ärzte, haben wir was abgenommen. Ich drücke Dinge. Jetzt klappt's. Haben wir ein Tape abgenommen. Und das will ich gleich mal in den Rekorder schieben. Aber vorher will ich noch was gucken. Und hier gibt's ein Klo. Das ist neu. Echt? Also so wie du gerade dagegen gesprungen bist, sah das aus, als würdest du ganz dringend ein Klo brauchen. Oder er hat schon ein bisschen Zombie gespielt. Zombies und Türen, die haben sich ja überhaupt nicht lieb. Gab's welcher Film war denn das? Da gab's so eine Zombie-Schule. Da stand eine Tür rum. Einfach nur eine Tür. Und die Zombies mussten alle dagegen springen und drauf einprügeln. Wo gehe ich gerade hin? Das weiß niemand, wa? Nee, hier wollte ich nicht hin. Wo war denn das Schließfach eigentlich? Hier gab's doch so ein Schließfach mit einer blutigen Hand dran. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das irgendwo gab. War das nicht hier vorne? War das weiter hinten? Dann war das wahrscheinlich weiter hinten. Dass ihn das auch so überhaupt nicht beunruhigt, dass die da einen Krach machen und dass das hämmert und scheppert. Also ich hätte mir schon dreimal in die Hosen geschissen, so viele Hosen gäbe es gar nicht, wie ich schon voll gemacht hätte. Logan! Geht einfach auf. Einfach so. Keine Erwähnung. Er sagt nicht irgendwie, dass da jetzt... dass er das von dem Zettel abgelesen hat oder so. Er macht es einfach auf, als wäre es die ganze Zeit schon offen gewesen. Okay, könnte ich mitleben. Das geht. Nurse! I found two more tapes. One of them is dated October 10th. That's the day after the first one we watched. Put it in. Was war jetzt mit der Frau? Oh, ich habe vergessen, mein eigenes Video anzugucken. Die wir gefunden hatten, die hat ein Kind und Kinder sind verboten und müsste abtreiben. Have you made a decision? I thought you said I didn't have a choice. Well, technically you do. You can terminate the pregnancy or leave Crawford. Of course, that would be a death sentence for both you and your unborn child. Maybe that's best. I stayed up all last night thinking about this. Why are we even trying to survive? To keep on living, if this is what it takes. If this is what it's turned us into. I don't make the rules, Anna. Yeah. Doctor, I'm begging you. Please help me. Maybe one day, when things are different, you can try again. But for now, today, we have to do this. Fuck! Das war ein bisschen überstürzt. No. No. Ach, und die ist jetzt durchs Haus gerannt und hat alle erschossen, habe ich das richtig gehört? Und das ist wahrscheinlich auch... More importantly, we got the combination. Okay, aber ganz ehrlich... Ja, was hast du? Gute Frage. Was ist los? What's wrong? It's nothing. That was just hard to watch. Don't worry about me. I'm fine. All right. Let's get those meds and get the hell out of here. Okay, lass mich mal kurz zusammenfassen. We're in business. Antibiotics, morphine. Take as much of this as we can carry. Okay, I think we're good. This is more than enough for your people and mine. Let's go. You know, I found a third tape in the locker outside. Maybe there's something else on there. We got the meds for Omid. That's all I care about. We'll head back to the classroom. Don't take too long, Lee. Seid ihr nicht ein bisschen neugierig? Ich bin neugierig. Das ist wie Big Brother. Nicht, dass ich ein Big Brother-Fan wäre. Hast du jetzt beide dahin gelegt? Ach nee, das sind die, die wir schon angeguckt haben, ne? Lass mich kurz resümieren. Die ganze Crawford-Anlage ist vor die Hunde gegangen, weil eine Frau Amok gelaufen ist, die ihr Kind zur Welt bringen wollte. Ich meine, sie hatte die Möglichkeit, es zu behalten und verstoßen zu werden oder es abzutreiben und in Crawford zu bleiben. Was macht sie? Sie bringt alle um und verlässt dann Crawford. Hätte sie nicht einfach sagen können, gut, ich gehe denn? Da hättest du das Gleiche gehabt, nur dass die Leute hier halt überlebt hätten.
Ja, was weiß ich, in der Situation vielleicht auch einfach nicht gerade einfach logisch zu denken. Ist das logisch, was ich gesagt habe? Ich finde, das ist logisch. Ah! Listen, as fun as this was, I have to put a stop to this little arrangement. This is the last I can give you. Why? Oberson had someone down here yesterday taking inventory. He's really cracking down. I just can't risk it. We had a deal. Yes, we had a deal. We don't anymore. My sister needs this medicine. Without it, she'll die, or she'll start showing symptoms and they'll take her away. I can't let that happen. I'm sorry, Molly. I've done all I can, but I have to look out for myself here. Yeah, that's the Crawford way, isn't it? Okay, Molly. Molly war hier. Nicht so, dass wir uns das alle nicht schon hätten denken können, so wie die sich über diesen Ort auskannte. Oh, shit. Und Molly macht für Medikamente so ziemlich alles. Und wir haben gerade einen ganzen Sack voll Medikamente. Das wird eine lustige Nacht. Nein, so sind wir nicht drauf. Dann wird es jetzt mal langsam Zeit für Molly aufzukreuzen. Schließlich haben wir jetzt alles. Und diese Tür wird nicht lange halten. Das weiß ich doch genau. Das weiß ich doch genau. Ich höre sie schon. Ah, da ist sie. Jesus Christ. Oh, you scared the shit out of me. Where the fuck have you been? Sightseeing. Ich glaub dir nicht. I'll take that battery now. Oh, yeah. About that. Dein Rucksack hat die Batterie gefressen. I'm just kidding. Du bist überhaupt nicht lustig, weißt du das? What's that? Nothing. Weißt du was? Ich hab dein Band gefunden. You can quit with the act, Molly. I know you're from Crawford. What? Who told you that? I saw you on a security tape. Why'd you lie to me? I said there were stories about Crawford. I never said that's how I knew about it. I never lied to you, and even if I did, so what? I don't owe you anything. You saved my life twice, but you can't tell me the truth? Are we really gonna do this now? Yep. I guess that's up to you. I used to live here with my sister. She was 14 years old. When the dead started walking and Crawford shut itself in, it seemed like a pretty good deal at first. We were safe. We had everything we needed to survive. Then the rules started coming down. No one who couldn't justify their place earned their keep. No one who required special care. My sister was diabetic, and by Crawford's rules, that made her a liability. I kept it a secret. Kept her safe for as long as I could, but in the end, I couldn't protect her. That's when I got out. Crawford, they always talked about how their system worked, how anything was better than becoming one of them, but I saw what they'd already become. I just wish I could have seen it before it was too late, before they came and took my sister away. Vor allen Dingen ist ja nicht so, dass Diabetes jetzt so furchtbar zu behandeln ist, oder nicht? Ich kenne mich da nicht aus. Mir egal. I just wanted it, okay? Ich will sie jetzt nicht. Hey, you asked. What the hell? I think that's our cue to get the hell out of here. Halt, wo ist die Axt hin? Da war doch eigentlich, steckte da was drin? Da war doch, die Tür war frei von... Ist die nicht mehr verbarrikadiert? Hoppa! Sorry. I just got spooked by those bells. What the fuck? Someone coming. What the fuck are you doing out here? Kenny and I still can't get the door open to the armory. He sent me out to look for something we can use to bust it open. Oh nein, bitte nicht, nein. Where did you get that? I just found it. It was stuck in the door handle at the end of the hallway back there. Oh no. Shit! Alter, wie blöd! Wie unsäglich blöd kann man sein? Ich dachte hier. Shoot this fucker! Fuck! Thanks.
Ich war das nicht. It wasn't me. Alter! Ich komm nicht klar. Ich würde sagen, wir haben alles. What the fuck is going on? They're coming. Oh shit. That ought to hold them. Sir, but now how do we get out? Through the armory. We can just get this damn door open. Come on, damn you! Wie schwer kann es denn sein, eine scheiß Tür aufzukriegen? This is my fault, all my fault. What the hell's he babbling about? Ben, we talked about this. No, wait. I want to know what he meant. What do you mean this is all your fault? Kenny, I'm so sorry. I'm so sorry, man. Kid, this ain't the best time. Whatever you did, save it for later. I open the door. Gut, sag's einfach. Jetzt raus. Tell him. It's been me all along, putting all of us in danger. Katja and Duck, it was all me. It was all me. Wait a minute. What are you saying? It was me who made the deal with the bandits at the motor inn, slipping them supplies. I thought maybe I could keep them off our backs. When it got discovered, that's when they attacked. And that's when Duck... Kid, lay off, man! Ben didn't mean for any of this to happen! It was all just a mistake! I don't give a fuck, you little pisshead! You're fucking dead, you hear me? Dead! My wife and child, you got them both fucking killed! Alter, die Idee mit dem Banditen war gar nicht mal so schlecht. Not the time, Molly. Wenn er sich mal mit this asshole thinks he's getting on my boat after what he did, he's out of his motherfucking mind! Kenny, we'll sort this out later, after we get out of here, okay? Ain't nothing to sort out. I just told you the way it's gonna be. The boat's not big enough for all of us. Somebody's gotta get left behind. Might as well be this piece of shit right here! Well, I vote we leave him. I'm sorry, Ben. I know you mean well, but all I want to do is get back to Omid, and you put that at risk. Wait, don't I get a vote? Seit wann ist das eine Doch, natürlich. Of course you do. Ben's nice. He's my friend. We don't leave friends behind. That's my vote. On second thought, I think I'm gonna abstain. Lee? Mitnehmen! I've seen enough of Crawford to know that becoming like them is the beginning of the end. I vote Ben stays with us. Ja, ja, ja. What about the rest of us? Don't we get a second? Einer weniger! Ich hab mich richtig entschieden. Ich kann die eh nicht leiden. Nudelsuppe. Damn right! Vernon, come on! Mach die, doch, jetzt klemmt doch was davor. Irgendwas, da muss doch was geben. So much for the armory. What's left of it? Wie? Nix? Gar nix? A few rounds. That's it. Kann man den Schrank, da ist er da festgeschraubt? Close that door behind us? I couldn't. The lock was busted. Great. Just fucking great. Come on. There's gotta be a way out down here. Ja. Moin! It's not gonna hold. Back upstairs. Ja, und da ist auch offen, wa? Ja, sehr gut, sehr gut. Endlich einer, der mitdenkt. Da waren Stühle. Warum klemmt ihr nicht die Stühle vor die Tür? Das klappt in jedem Film. Oh, fuck, 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 fuck. Damit machen wir später weiter. So. So, ich mache jetzt erstmal hier einen Schlussstrich. Es gibt hier eine Menge Logikfehler zu bereinigen. Erstens, Ben. Ben! Ben! Warum? Warum? Zweitens, warum haben wir keine Schränke vor die Tür geschoben? Drittens, warum haben wir keine Schränke vor die andere Tür geschoben? Viertens, warum haben wir keine Schränke vor die dritte Tür geschoben? Warum? Fünftens, warum ist Kenny nicht gleich mit der Schulter durch die Tür gerannt?
Wozu die Axt? Es ging auch ohne. Man muss einfach nur mit aller Kraft gegen diese Scheißtür rennen. Mit einem Holzrahmen. Das macht man 5-mal und dann bricht man sich das Schlüsselbein und dann nimmt man die andere Schulter, macht es 3-mal und dann ist das Ding offen. Da ist ja nicht so, dass da jemand wohnt, der dann sagt, oh, ich glaube, da will jemand meine Tür rammen. Nein. Es ist ja nicht so, dass die Zombies noch nicht auf uns aufmerksam geworden sind. Die standen ja schon an der Tür. Also müssen wir auch nicht mehr leise sein. Warum? Das war, und dann nimmt der das Ding weg. Ben. Meine Güte. In der nächsten Folge werden ein Haufen Zombie-Köpfe platzen. So viel ist sicher. Bis es soweit ist, sage ich, ich bin der Baume. Auf Wiederschauen. Und... reingehauen. Cheerio! Alter, Ben! Nein! Das gibt's doch nicht.